Herzlich willkommen zurück zu Gothic 3 und der Leck ist auch wieder dabei! So, wie versprochen werden wir jetzt mit Orknarok. Kommst jetzt mit, Junge? Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. In dem Sinne. Du hast Masil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey, ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. So. Du hast doch schon jemand anderen dabei. Alloy. Okay. Ja, sorry. Lauf zurück, Junge. Du weißt, wo du mich findest. In dem Sinne. So. Aber der ist auch nice. Dann wollen wir der mal. Der sieht sogar noch mehr nach Tank aus. Ja, gut. Wir werden jetzt zur Ausgrabungsstätte gehen. Von The Krasse Tempel, ne? Al-Shedim. Aber was mich jetzt irritiert ist... Kommt der? Es ja. Liegt alles in Belias Hand. Ich meine, jetzt hier linke Seite ist Al-Shedim, aber rechte Seite war, haben wir letzte Folge gesehen, auch über vier Ruine und auch Ork-Lager-Schüssel. Guck, da ist ja auf der Karte was markiert. Gesundheit, sind hier zwei Tempel? Ich glaube, der zugehörige Fumarasul ist... Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal in den Süden, weil ich will, also den da kennen wir ja, da kam er her, ja, Al-Shedim, Junge, Shush, Shushalana, Shedim. Wir gehen jetzt mal nach Süden, ne, einfach mal gucken. Und ja, Plan ist, dass wir jetzt dort wahrscheinlich noch die letzten Quests annehmen und somit dann auch die Runde hier machen und vielleicht über die ein oder andere Quest stolpern. So, allein? Oh ne, da über den Berg kommen sie. Angriff, Orknarok. Oh, Mädels. Schlitz ihn auf! Oha! Oha! So, das wäre erledigt! Ja, hast du recht. Weiter geht's. Tatsache, da ist noch ein Tempel. Alter Vater! Hier sind zwei Tempel. Und da sind auch... Da ist ein Zelt. Als ob da Orks sind. Oh lol. Feuerwarane. Ich gehe aber erstmal zu den Orksen. Was haben wir hier? Ich erinnere mich noch an früher. Oh, jetzt fängt ja wieder diese Mucke an mit der alten, die an mir rumschreit. Ich erinnere mich an früher. Wo ich durch diese ganzen Ruinen. Alter, sind da Spinnweben. Gegangen bin. Okay, hier ist doch keiner, wa? Und man die ganze Scheiße suchen muss. Irgendwelche Kack-Artefakte und Leute finden. Und das war voll ätzend. Ja. Doch, hier sind überall Zelte. Und da höre ich auch einen Ork. Ich gehe einmal rundrum. Ich glaube, das hier ist der zugehörige Teil zu Morasul, oder? Und Al-Shedim ist einfach Al-Shedim, so. Moin. Krieger, Krieger. Erstmal alle mit Namen. Oh, das könnte der besagte Fette sein, weil der ist echt fett. Ja, der Dicke. Sorry, nicht der Fette. Verschwinde. Wir brauchen hier keine dreckigen Söldner. Hey, 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 hey. Was soll das denn? Mach erstmal Cardio-Training, Junge. Ich sollte dir ein paar aufs Maul hauen. Ich sollte dir mal ein paar aufs Maul hauen. Was hältst du davon? Versuch's, Dreckskerl. Oh, dann zeig mal, was du drauf hast. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Was soll das, Dicker? Oh! Besiege den Dicken. Er war schwer. War schwer. Was haben wir denn hier drin, hä? Oh, alter Vater. Eine Pfeife. Ohne Wasser. Irgendwann muss ich auch mal eine Wasserpfeife ziehen. Mensch, steh auf, du dickes Stück Scheiße, ey. Oh, Schmiede haben sie auch. Jetzt steh doch auf! Oh, ich hab den so weggeballert, der wabbert noch bis Weihnachten. Oh, jetzt kommt er. Oh Mann.
Mach das bloß nicht nochmal. Sonst was. Tja, das hängt ganz von dir ab. So. Was ist deine Aufgabe hier? Ich beaufsichtige die Sklaven bei den Ausgrabungen. Was dagegen? Faesul will, dass die Geschäfte weiterlaufen. Ach, will er das? Und warum sollten wir darauf eingehen? Ich werde dir schmerzhaft Dinge antun, wenn du die... Ich werde dir schmerzhafte Dinge antun, wenn du die Geschäfte nicht weiterlaufen lässt. Ja, das glaube ich dir. Was ist jetzt? Laufen die Geschäfte für Faesul wieder, oder was? Na schön, du hast gewonnen. Die Geschäfte laufen weiter. Alles klar. Oh, nice. Das war irgendwie, der Dicke hat die Sklaven ja irgendwie unter Kontrolle und er sagt denen dann, die sollen jetzt wieder klauen, ne? Das war die Story, oder? So. Alter, was leuchtet denn da so blau? So, hier ist einfach nur ein Krieger. Ist hier ein krasser Schaman am Sch... Oh, ne, hier ist so ein Kristall. Krass. Und ich höre irgendwie... Ich muss ja sagen, die Mucke ist schon echt nice in Gothic 3, ne? Da machst du nichts, das ist einfach nur schön. So, gehen wir mal zu dem Zelt. Und da sitzen auch davor schon ein paar. Moin! Alter, was ist denn das für ein Laden? Hier ist nie einer. Wieder raus. Die haben alle keine Namen. Komm da raus, Junge. Viel Zeug hier auch ist, ey, mein. Ich werde diese ganzen Ruinen bestimmt durch Quests so durchsuchen müssen, ey. Ich habe da echt keinen Bock drauf, ey. Oh, jetzt geht's wieder los, das Geschrei. Nimm das so jetzt mit. Krieger, Speer. Die haben alle keine Namen. Die hat alle niemanden. Aber warte, auf der anderen Seite waren ja noch viele Zelte, genau. So, du hast einen Namen. Ach, Mann! Du! Oh, hier ist andere Musik. So. Kommst du? Jawohl, du bist da. Du hast einen Namen. Du hast einen Namen. Schon wieder eine neue Mucke. Du hast einen Namen. Hier. Das sieht aus wie ein Chefzelt. Alter, hier muss doch irgendwer von euch hässlichen Drecksviechern irgendwas bewirken. Irgendwas bringen. Einen Namen haben. Was ist denn das hier für eine Veranstaltung, Alter? Hä? Ich raff das nicht. Ich bin jetzt einmal drumherum gegangen. Und hier ist einfach niemand, der das wäre. Fasim. Was ist das? Warum bringst du dieses Unheil zum Tempel? Masi sagt, das geht klar mit dir und diesem Orknarok. Hat Beliar Schatten dich völlig verlassen? Nichts geht klar. Schaff ihn weg. Bring ihn zu Kalesh. Was ist Kalesh, Junge? Was hast du für ein Problem mit Orknarok? Der alte Messier hat mich gewarnt. Er sagte mir, was geschehen wird, wenn der Mann aus dem Norden kommt. Unheil wird er uns bringen. Ja, aber der meint mich. Wer ist dieser Messier? Ein alter Artefaktsucher. Er lebt hier in den Ruinen. Er spricht wahre und weise Worte. Und er hat mich gewarnt. Gut. Yusuf. Ich bin auf der Suche nach Yusuf. Sieh an. Du willst wohl Punkte bei Gonzales machen, hm? Alles, was ich brauche, ist eine Information. Hast du die oder nicht? Immer ruhig bleiben, Sohn der Ungeduld. Ja, ich weiß, was du brauchst. Und wenn du Yusuf findest, wirst du eine schöne Stange Gold bekommen. Da sind doch ein paar Münzen für Fasim drin, ja, oder? Ja. Wehe dir, wenn deine Information nicht taugt. Keine Sorge. Yusuf hat es vorgezogen, nicht bei den Ruinen zu bleiben. Mhm. Er hat nichts mehr zu verlieren. Also hat er den Weg durch die Wüste gewählt. Und da er wenig Wasser hat, wird er nicht weit gekommen sein. Ich wette, er sucht irgendwo einen schattigen Platz im Nordosten. Nordosten. Hier irgendwo. Okay, aber was ist mit hier? Und okay, der wohnt hier. Und wer ist Kalesh, Alter? Irgendein Ork mit Name, den es nicht gibt? Was wartest du denn noch? Wer ist Kalesh? Hör doch mal auf rumzujammern, du alte Schabracke. Was ist hier?
Ich könnte nochmal direkt an den Tempel dran gehen. Vielleicht sind da noch Boys. Es gibt noch eine andere Lösung. Ja. Oh, der sieht sogar aus wie ein Anführer. So, hier runter. Ragnarok, du geile Sau. Komm ran. Hier. Steht er ganz alleine, Alter? Ist das nicht gefährlich, Junge? Verdammt! Das werde ich niemals schaffen! Was ist dein Problem? Ich komme bei der Suche nach den göttlichen Artefakten nicht weiter. Die Wüstenläufer fressen meine Sklaven. Der Tempel aus uraltem massivem Gestein. Ich kann ihn nicht einreißen. Aber um durch das Tor ins Innere zu gelangen, fehlen mir noch einige Schlüssel. Es ist zum Verzweifeln. Ich fürchte, ohne die restlichen 4 Schlüssel kommen wir nicht in den Tempel hinein. Okay, also das ist auf jeden Fall der Tempel von Morasul. Der Tempel, wo die Leute alle sagen, hier, wir brauchen die Schlüssel und alle am Dealen sind und bla. Voll wertvoll, so die Händler, so am Labern. Verstehst du? Junge, stehst mich? Ob du mich verstehst? Ja, und dann der dahin bei Al-Shedim ist auch nochmal irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Egal, so. Du hast Probleme mit Wüstenläufern? Die Biester sind der Helm ist so hässlich zu finden. Am schlimmsten sind die Furchtlosen von ihnen. Diese Biester haben keine Scheu vor meinen Kriegern und greifen ständig mein Lager an. Ich muss wieder zurück ins Lager gehen und dort nach dem Rechten sehen. Okay. Ich werde mich um die furchtlosen Wüstenläufer kümmern. Was sind denn Wüstenläufer? Es wäre eine Wohltat, nicht mehr auf seinen Rücken Acht geben zu müssen. Aber pass auf, dass du sie nicht ins Lager lockst, klar? Klärchen. Du findest die Viecher im Osten vom Tempel in den Ruinenfeldern. Osten. Okay, also Yusuf, Nordosten, Wüstenläufer, Osten. Wie sollte es auch anders sein? Wegen Yusuf. Wer ist Yusuf? Ein Mora? Der Dieb, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die ganze Stadt ist voller Diebe. Willst Kopfgeld kassieren? Mach es oder lass es. Es interessiert mich nicht. Klare Ansage, ist in Ordnung. Erzähl mir mehr über die restlichen Schlüssel des Tempels. 5 Schlüssel brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Einen habe ich schon in den Ruinen gefunden. Fehlen noch 4 weitere. Einen habe ich, und ich brauche jemanden, der sich unter den Moras bewegen kann, ohne Aufsehen zu erregen. Mach ich. Du kannst dieser jemand sein. Ja. Worauf willst du hinaus? Die Moras stehlen meine Artefakte und bringen sie nach Morasul. Die Schlüssel werden auch dort sein. Ich will, dass du sie findest. Ja, das machen wir. Machen wir. Warum gehst du nicht selbst nach Morasul? Die Stadt ist voller ehrloser Diebe. Gehe ich dorthin, werden sie mir meinen Schlüssel auch noch stehlen. Nein. Nein, ich bleibe hier beim Tempel und bewache den einen. Du bist ein Mora, einer von ihnen. Du wirst nach Morasul gehen. Alter. Bring mir die restlichen 4 Schlüssel zum Tempel. Diese Reizüberflutung mit der Alten immer im Nacken, ey. Meine Fresse. Meinst du, in diesem Tempel ist ein göttliches Artefakt zu finden? Da wette ich drauf. Wenn nicht in diesem Monument des alten Volkes, wo dann? Verstehe. Wenn nicht jetzt. So, komm her, Junge. Ich glaube, der reagiert erst, wenn er in der Nähe ist. Hier, Ragnarok. Ich habe hier einen Sklaven für dich, Ragnarok. Einen Nordmar-Krieger bringst du mir? Nimm ihn weg, ich habe keine Verwendung für einen Ork-Söldner. Von mir aus geh mit ihm Wüstenläufer jagen. Nice. Hauptsache, er steht mir nicht im Weg herum. Was die alle gegen dich haben, Ragnarok? Du bist so ein Süßer. Guckt ihn euch an. Davon will ich nichts wissen. Alles klar. Alles klar. Jo. Folge... Wie sollte es auch anders sein? 55? Wo sind wir? Ich hab die Ego-Shooter-Sicht entdeckt. Die Ego-Sicht. Alles klar. Alles klar! Warte. Ist das dumm. Ja gut, aber was soll ich sagen? Schaut ihn euch an. Ich komme da gar nicht drauf klar. Wieso habe ich das denn vorher... Ich hatte das immer so... Beim Kommentare lesen ab und zu mal. Ach ja, man kann ja... War da nicht was? Wie bei Skyrim, so Ego-Dings-Sicht? Das macht halt mit Bogenschießen voll Sinn. So eine dumme Scheiße. Ja, ne? Und ihr so? So, wo waren wir? Dich will keiner haben. Oh. Aber ich meine, schaut man sich mal die anderen Sklaven an. Da will man noch so einen Jungen haben. Alter, bei dem schwebt alles am Rücken. Der hat da Magnete. Na gut, komm, wir gehen mal Wüstenläufer jagen.
Alter. Der muss sich auch so einen Ast abschwitzen in seiner Blechrüstung da. Okay, in Osten. Das ist da. Ja, das wird easy. Ich weiß zwar nicht, was Wüstenläufer sind. Ich kann nochmal speichern. So. Ich weiß auch gar nicht, habe ich denn schon einen Schlüssel? Ich habe doch jetzt bestimmt die... Da. Nee, warte mal. Habe ich schon einen? Fabio-Schlüssel. Nee. Hier, Tempelschlüssel für Morasul. Zwei habe ich schon. Ich weiß gar nicht mehr, woher, Alter. Oh Gott. Ich muss mal mehr auf dem... Ich weiß gar nicht, was... Ah, Al-Shedin. Ah, ist ja auch egal. Gut. Das heißt, drei haben wir, weil einen hat der Kadesh. Oh, guck mal. Einer hat Yusuf. Haben wir vier. Und der fünfte... Oh. Ah, das sind so... Ah, okay. Na gut. Also ganz ehrlich, in Gothic 3 braucht man gar nicht so sehr diese Ego-Sicht. Aber... Oha, ist das ein Vieh, ey. Der ist ja hässlich wie die Nacht. Dem einen Mist viel weniger. Nice. Einen haben wir. Wie viele eigentlich? Fälle eines Schattenläufers erhalten. LOL. Aber hier Schattenläufer programmieren. Guck mal, ist das gut so? Oha, der Sound ist viel krasser. Jo. Jo. Jo, gib ihm! Gib ihm! Oh, schön in die Rippe rein. Oh, hinter mir, glaube ich! Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts! Meine Fresse, was ist das denn? Oh, lauf! Opfer! Und weiter. Nimm den, nimm den! Alter, trinken. Alter Vater. Geh ran da jetzt. Wo kam der her? Bestimmt aus der Ruine. Oha. Kommt noch einer. Und da ist noch einer. Ja, komm, den habe ich. Da kommt noch einer. Die machen aber einen Schaden, Alter. Hätte ich diese Rüstung nicht, würde ich ganz schön leiden, glaube ich. Ja, hier oben bin ich irgendwie safe, was voll komisch ist. Er chillt da lang. Na ja, komm. Puh. Schließ. Als ob, als ob, als ob, als ob. Ich muss den da machen. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Das Vieh ist zu schnell. Ja, 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 jetzt. Ja. Und er hier. Ein Mist weniger. So. Das war, ja, die sind schnell, machen guten Schaden und bringen gut EP. Wobei 300 dafür, dass sie so krass sind. Also wenn ich daran denke, dass so ein Sandläufer, Sandcrawler 200 bringen. Die ja sowas von easy sind. Na gut, vielleicht auch nur mit der Schlagtechnik, die ich hier beherrsche. So, da ist noch einer. Hier ist ein Korb. So, gib ihm. Ich habe echt Bock auf einen besseren Bogen, ne? Freunde der Sonne. Oh Gott. Ah, da gehe ich mal ran. Dem hast du es geteilt. Nice. Mist, viel weniger. Haben wir alle. Sehr schön. Ich gehe mal kurz durch und sammle die ganzen Körbe ein, weil hier ist ja anscheinend doch einiges, oder? Da, den hatte ich, oder? Da ist ja nichts zu holen. So, den hatte ich auch. Da ist noch einer. Alter, richtig Jump'n'Run, Jungs. Spider-Man! Ja, gut. So. Yusuf? Was? Nordosten. Wie ist es denn hier generell? Ah, warte mal. Er wollte durch die Wüste und hat kein Wasser. Dann ist er bestimmt bei dieser Oase, die da ist, oder? Könnte ich mir vorstellen. So, hier ist noch ein Körbchen. Schick. Ist hier irgendwas Tolles? Da ist immer so Vergiftung heilen. Warum ist da immer Vergiftung heilen drin? Check ich nicht.
Das ist meine Meinung. Immer feste drauf. Ja gut. Dann ist er wahrscheinlich bei der Oase. Und ich wette, da gibt es auch noch mehr bei der Oase. Weil das wäre Nordosten und er hat ja kein Wasser und will durch die Wüste. Huch. Gut. Boah, doof, dass wir jetzt... Also es ist ja schon eine gewisse Entfernung. Kommt er hier rüber? Ja. Zum Tempel. Wäre interessant, da einen Teleportstein für zu haben. Gibt's da einen? Ich glaube, für Alchidin gibt es einen, wenn ich mich recht entsinne. Okay, hier sind 10.000 Sandlurker. Ich speichere mal. Weil das sind doch viele. Okay. Okay. Alter, sind das viele! Juhu! Ist hier richtiger Fleischsalat, Alter. Schlitz! Alter. Da leckt es sogar ein bisschen, so viele sind das. Junge Mutter und Vagina. Alter Vater. Das ist, ja. Jetzt habe ich ein paar Klauen, Junge. So, wer will? Du? Und du? Kommt mal alle her hier. Kommt mal alle her. So, Jungs. Abfahrt. Oh, leggy, 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 leggy. Oh, Alter. Ja, 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 ja. Na, komm her, Junge. Alter. Guck mal, jeder 100 EP. Alter. Das ist einiges an EP. Das war's mit dir. Alter, wie viel sind das denn? Hatten die Entwickler Langeweile? Komm, lass eine Oase machen und 10 Millionen, wie heißen die eigentlich, Sandlurker hinklatschen. So, erstmal was essen auf den Stress, ey. Kack mich voll, ey. So, hier mach mal die da bitte. Sehr schön, sehr schön. So. Haben wir hier irgendwas Tolles? Oh, lol. Nein. Ach ja, ich bin ja giftresistent. Ha! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Die Blutfliegenstacheln sind jetzt ziemlich wichtig, glaube ich, wenn ich Gift später herstellen möchte. Alter, ey, ordentlich Free Elo hier, ey. Ja. Oh. Ah. Oh. So, das war's mit dir. Du Mistvieh. Ja, die sind, glaube ich, echt gut zu gebrauchen. Hinsichtlich des Gifts. Kann man machen. So. Ich suche aber eigentlich Yusuf, ne? Ich gehe hier aber einfach mal entlang. Schadet ja nicht, denke ich. Auf der anderen Seite mache ich dann dasselbe. Hier schön am Meer. Schlitz. Oha. 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 So, das war's mit dir, du Mistvieh. Bei 50 EP kann man ja... Ist ja auch in Ordnung, ne? Dafür, dass sie so krass easy sind. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, oder? So, komm mal her, Jungs. Da! Da! Ein Mistvieh weniger. Der Typ muss auch alles immer kommentieren. Alter, wie viel Leben der noch hat. So, hier sind dann auch Warane sogar. Alles klar. Dem so, das wäre erledigt. Ich weiß nicht, ob das hier... Ich gehe hier einfach mal lang, weil das ist echt gerade Free EP des Todes. Ja. Mal gucken, ne? So, das wäre erledigt. Schnuppi. Ein Mist viel weniger. Eigentlich müsste man mit der Schlagtechnik voll über die drüber hauen. Naja. So, Feuerwaran. Komm mal her, Junge. Schnuppi. So, das wäre erledigt. Kühe oder Warane, ey? Alter, wie weit geht das denn hier noch? Ja, okay, jetzt sehr weit geht's nicht mehr, weil da Ende der Map ist. Ich war noch nie am Ende der Map. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ich mach einfach jetzt mal weiter, ne? Weil das ist halt echt sowas von easy. Free EP. Da! Da! Ja, komm her. Ah, die Krankheit ist halt doof. Ey. So, das wäre erledigt. Die Krankheit ist echt doof. Aber ich glaube, solange ich hier gegen Warane kämpfe,
Nämlich jetzt kein Anti-Krankheit-Gedöns. So, was gibt's denn hier noch, Kinder? Boah, Alter, wieder die. Na gut. Dann ihr schon wieder. Komm mal her. Vielleicht hätte ich vorher was gegen die Krankheit tun sollen. Eventuell. Oh! Der ist aber flink hier. Guck mal her. Ja, ich muss unbedingt was gegen die Krankheit tun, Alter. Ein Mist viel weniger. Sehr schön. Sehr schön. Ole. Hieß er nicht so? Ja, genau. Es gab Ölk und Ole. So, gegen Krankheit. Ich brauche Energie. So, dann esse ich was. Lecker. Wie weit geht denn das hier noch? Komplett stupid, ey. Komm mal her, Schnucki. Nein, er hat mich erwischt. Boah, Alter, was geht mit ihm? Die anderen so alle ultra easy. So, her. Das war's mit dir. Komplett aus. Du Mist. So, komm mal her. Alter, wie weit geht das? So, das war's mit dir. Du Mistvieh. Ich bin jetzt schon gleich aus der Map raus. Ich wette, das geht hier einfach lang und dann bis nach Ishtar. Ich glaube, ich drehe um. Oder? Ja, ich drehe um. Das macht nicht mehr so viel Sinn, glaube ich. Ich glaube, ich teleportiere mich sogar nach... Ah nee, dann kommt er nicht mit. Ich könnte mich nach Morasul teleportieren und dann hier lang gehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aber dann wäre er nicht mehr am Start. Ja, dann gehe ich. Dann gehe ich. Oder? Ja, doch. Ich breche das hier mal ab. Ich wette, so da, ne, hinter der Anhöhe, wäre da eine schwere Truhe gewesen. Hm, toll. Egal. So, der kommt nach. Ich hoffe, er bleibt nicht irgendwo hängen. Hängen geblieben. Ja, ich glaube, ich muss doch auf ihn achten. Aber hier gibt es wenigstens nicht so viel Wurzeln wie die Scheiße hier. Ich hoffe, er kommt da durch. Ja, sieht gut aus. Was? Oha, da sind ja noch welche. Guck mal her, Schnucki. Zack. In dein Gesicht, Junge. Ja. Dem hast du es gezeigt. So, Jawohl. Das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, ich habe eigentlich inzwischen echt viel Zeug durch die Viecher. Also so was Klauen angeht und Reptilienhaut und was weiß ich, Alter. Ich meine, was ich hier jetzt alles weggeschlachtet habe, ey. Ach, da ist er. Ich dachte gerade schon. Das ist schon eine gute Summe. So, ich glaube, wir gehen hier einfach mal einmal drumherum. Zu gucken, was hier so geht. Ja. Ich könnte jetzt auch einfach rüberschwimmen, aber ich gehe jetzt hier einmal drumherum. Es ist halt das Doofe mit der Sichtweite, ne? Weil ich glaube, würde da jetzt am anderen Ufer einer stehen, würde ich den von hier aus noch nicht sehen. Also würde der noch nicht aufgedeckt werden. Kommst du? Ja. Das ist halt die Schwierigkeit. So. Nice. Gut. Also, wir suchen immer noch Yusuf. Wir müssen noch die Quest abgeben. Mit den Wüstenläufern. Habe ich vergessen. Aber wir müssen es ja eh nochmal zum Tempel. So. Ist ja kein Ding. Aber wo war denn nochmal dann der fünfte Schlüssel? Ah, ich glaube, den hat Gonzales. Kann das sein? Gonzales. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir, wenn wir Yusuf kriegen, 4. Oh, was ist denn hier? Oha. Oha. Ja, ich geh mal. Gerade keinen Bock auf die. Die mag ich nicht so. So, ich hol mal den Bogen raus und sehe ich auch, wenn hier was versteckt ist. Hier war Klippe, ne? Ja. Gut. Yusuf! Yusuf! Er hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht, hat er gesagt. Vielleicht ist er einfach auch bei ein paar Ruinen so, wenn hier so random ein paar rumstehen. Schattiges Plätzchen. Da war ich ja, ne? Da waren die, ja, ne. Da war er. Oh, lol, hier ist ein... Kann ich hier buddeln? Ah, ne, hat die schon gebuddelt, oder? Egal. So, wir gehen weiter hier erstmal am Wasser entlang, wollten wir. Ach, nee, hier war der Hinweg, genau.
Er könnte natürlich auch jetzt in der Richtung noch weiter sein. Hier irgendwo. Wäre auch noch Nordosten. Soll ich mal einfach hier den Weg entlang? Ist doch bald schon wieder Ende, liebe Freunde. Also da ist ja Al-Shedim. Das ist ja eigentlich nicht mehr... Oder? Das Gebiet, auf das es so drauf ankommt? Hä? Oha. Was ist dahinter? Dahinter ist halt auch noch... Hä? Ja. Okay. Ich glaube, ich beende hier erstmal die Folge. Und dann suchen wir nächste Folge weiter. Ich weiß halt nicht, ob Al-Shedim auch als Einzugsgebiet quasi für die ganzen Quests um Morasu herum gilt. Eigentlich schon, oder? Naja, wir gucken mal. Ne, ganz entspannt, Leute. Also, ich würde sagen, Schaukakao. Wir sehen uns dann morgen wieder. In dem Sinne. Tschüss.